Ich hatte mal so einen Moment in meinem Studium, wo eine Dozentin nach einer Hausarbeit, die ich geschrieben habe, über das Einhorn in der mittelalterlichen Literatur gesagt hat, Frau Bühnhölzer, es gibt auch so schöne Ausbildungsberufe. Gab's so? Hast du so Krisen durchlebt? Das war für mich ganz wichtig, also, ja. Weil danach wollte ich es dann wissen und habe immer nur gedacht, der zeige ich es jetzt. Nee, das Schlimmste, was mal überhaupt gesagt wurde, und also, ne, war, also mal abgesehen von den Kritiken heutzutage, wenn Herr S-Punkt sich da bemüßigt, über irgendwas, über irgendwelche Frauen in Tüten zu schreiben, das ist dann eigentlich egal. Mhm. Aber so am Anfang war das Schlimmste in Jena, glaube ich, da ging es darum, dass mir Virtuosität fehle. Und das hat mich damals schon, das kam, hat mich gejuckt. Woher? In der Kritik. Das kam aus einer Kritik. So. Dann gab es, also was immer wieder kritisiert wurde, war, ich war immer zu leise. Ich habe immer zu leise geredet, weil ich immer ehrlich sein wollte und nicht Sachen vergrößern wollte, die nicht größer sind. Und wenn man leise sagt, ich habe Angst, dann ist es so, dann kann ich das auch nicht lauter machen für die letzte Reihe. Also so, da, das war sehr lange ein Problem, ist heute jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber so, dass jemand mich mal richtig fertig gemacht hätte, das ist Gott sei Dank nie passiert. Und wie gehst du überhaupt mit, also als Schauspieler steht man ja eigentlich permanent in der Kritik, also Kritik des Regisseurs, positiv wie negativ, Kritik der Kollegen oder des Hauses, Kritik von außen, also Feuilleton. Wie schützt du dich davor oder wie durchlässig bist du da? Wie saugst du das auf oder auch nicht? Also wenn ich jetzt mit einer Arbeit Schwierigkeiten habe oder so, dann lese ich halt erstmal gar nichts. Dann weiß ich halt, da bin ich sowieso angreifbar. Dann lasse ich das lieber und wenn ich komplett dahinter stehe, ist es sowieso egal. Dann ist es einfach interessant, was die da drin gesehen haben. Ob sich das transportiert hat, was wir wollten oder was anderes. Aber da gibt es ja auch hier im Ensemble einfach einen großen Zusammenhalt. Also wir wissen ja dann, was wir gemacht haben oder so. Das ist eigentlich ungefährlich und in der Arbeit finde ich das immer toll. Also daraus besteht die ja, dass ich Rückmeldungen darüber bekomme, ob man das versteht oder so. Schlimm wird es, wenn man es nicht versteht oder wenn man auf einen Regisseur trifft oder wenn ich auf einen Regisseur treffe, der einfach nicht versteht, was ich meine. Dann ist auch alle Kritik irgendwie hinfällig und dann ist das sozusagen einfach für beide Seiten nur eine Qual. Ich will einmal nochmal zurück zu dieser Ausbildung, weil ich mich immer frage, Handwerk ist ja das eine und die Persönlichkeit schärfen fürs Spiel ist das andere. Und oft habe ich auch so im Kontext der Ernst-Busch-Ausbildung gehört, das ist einfach viel zu viel Handwerk und man sollte stärker die Persönlichkeit der Schauspieler stärken, damit sie dann auch gefeit sind für das, was sie später im Berufsalltag beim Spielen erleben. Wie siehst du das? Ich sehe das nicht so, weil mir hat das Handwerk, wie gesagt, am Anfang wahnsinnig geholfen. Das ist ja eine totale Stütze. Also das böse Erwachen sozusagen im Beruf war ja, dass keiner mehr kommt und sagt, versuch doch mal so oder das wäre jetzt für deine Entwicklung besser. Das ist ja den Leuten egal. Plötzlich stehst du da und musst das halt spielen. Und du musst dir auch selber überlegen, wie du da hinkommst. Da hilft dir ja keiner. Und da ist es eben gut, all diese Sachen gelernt zu haben. Also mir ging es so. Das gibt sicher Kollegen, denen das anders geht. Aber für mich war das immer ein großer Halt. Und der Weg sozusagen war lang, sich davon überhaupt zu befreien. Aber ich fand den richtig und wichtig. Also so, weil, wie soll ich denn das sagen? Weil ich meine, andersrum, also so, wenn man das nicht hat, dann ist man ja nur die Persönlichkeit. Also dann, wenn du sozusagen diese Form nicht hast, wenn du da immer nur drauf losspielst, ich weiß gar nicht, ob man dann überhaupt irgendwas außerhalb von sich erschaffen kann. Oder also so, ob man überhaupt, ja, vielleicht eine andere Spielweisen ausprobieren kann oder so. Man ist ja dann immer nur man selbst und hat nur seinen Körper zur Verfügung, der immer so ist, wie er ist. Der ist ja dann immer privat. So. Und wenn ich gelernt habe, wie ich das schaffe, mich zu kontrollieren und so weiter und was ich mit bestimmten Dingen ausdrücke, mit bestimmten
Körperlichkeiten oder einer bestimmten Stimmlichkeit oder was auch immer, dann kann ich das ja ganz anders einsetzen. Also ich finde das eigentlich richtig rum. Ja, natürlich ist das bei der Ernst Busch speziell oder an jeder Schauspielschule gibt es eine Handschrift, von der man sich dann irgendwann auch losmachen muss. Das ist ja ganz klar. Aber ich habe sehr Disziplin gelernt, was mir sehr hilft im Alltag und Genauigkeit und so. Also das. Also wenn ich dir zusehe beim Spiel, entdecke ich immer wieder neue Facetten. Also ich habe immer wieder so Momente, wo ich denke, das habe ich an ihr noch nicht gesehen. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist toll. Das ist toll. Naja, ich und langweile auch, mich ja selber oft, ne? Also mit mir. Ja. Das ist ja auch, weil man denkt, das habe ich jetzt aber letztes Mal schon gemacht, was so angelegt oder dann jetzt, es gibt jetzt ganz viele Schnellsprechstücke, ja, nehmen wir mal Polish und die Straße und letztlich gibt es bei Sarah Kane auch solche Stellen, wo es sehr über Technik geht, ne? Die natürlich gefüllt ist mit was, es ist ja nie leer, aber wo ich dann merke, so jetzt, so langsam reicht es mir dann auch wieder, ne? Jetzt muss ich mir mal was anderes überlegen, wie ich das mache. Und ganz konkret zu Polish, wie war jetzt die Erfahrung? Ich habe mir das ja gewünscht, eben weil mich Figuren in dem Sinne auch nicht mehr so wahnsinnig interessieren, wenn die stringent erzählt sind oder so. Das funktioniert, glaube ich, nicht mehr so richtig am Theater. Oder zumindest ich gerate da im Moment immer in einen sehr, sehr großen Konflikt mit mir. In anderen Stücken, zum Beispiel Seltsames Intermezzo oder so, wenn man da so 25 Lebensjahre von einer Figur erzählen muss und man weiß halt, wo sind die Höhepunkte und wo geht es ihr wahnsinnig schlecht und wo geht es ihr gut und so weiter. Und das muss man ja alles immer wieder abliefern, egal wo man gerade steht. Ja? Das fällt mir im Moment wahnsinnig schwer, wo ich dann aber auch meine Disziplin mir sagt, Sandra, das ist halt dein Beruf. Ja? Also bitte, mach's einfach. Und bei René, die Erfahrung ist ja so toll, weil es eben keine Figuren gibt. Es gibt eben nur uns. Und natürlich reden wir in einem bestimmten Modus miteinander. Also in einem Themenfindungs- oder Themenfindungsmodus, wie auch immer man das ist. Ja nicht mal ein Diskussionsmodus, sondern wir ergänzen ja immer nur, was der andere sagt. Man redet ja nie gegeneinander. Und es geht, glaube ich, um eine bestimmte Dringlichkeit der Themen, die da verhandelt werden. Und um den Spaß, den man dabei hat, der steht absolut im Vordergrund, dass es uns dabei gut gehen muss. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Also, du hast mir ja damals beim Theatertreffen erzählt, dass du mit Ivo dieses seltsame Intermezzo probst. Und ich habe das dann ja später auch gesehen und mich hat das tief beeindruckt. Ich finde, also dieser Abend lebt von deiner Figur und wie du sie füllst. Und diese Echtheit, die da verlangt wird, wie schützt man sich davor? Das ist eben die Frage, ne? Also so, ich finde das immer so gemein, wenn das ist, es steht ja dann auch in den Zeitungen und so weiter, dass man da irgendwie so einen Abend trägt und so weiter. Und natürlich merke ich da eine bestimmte Verantwortung, weil es sich ja alles um sie dreht. Aber natürlich, auf der anderen Seite ist das so, mein Eitelkeitsgrad liegt so sehr weit unter dem, was man bräuchte, um an so einer Figur einen Genuss zu finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass jemand sich die ganze Zeit daneben benimmt, Leuten ständig wehtut und sich einfach alles rausnimmt und dafür wird er dann auch noch geliebt. Also auf so eine blinde Art und Weise, einfach weil das so eine Verabredung ist. Das fällt mir schwer, ganz ehrlich. Und einen Schutz gibt es da eben nicht. Und als wir das geprobt haben, war ich in einer persönlichen Situation, wo ich auch einfach schutzlos war. Das hat sich dann relativ gut getroffen, ja, für Ivo und so. Aber also ich meine das ganz unzynisch. Das gibt es ja manchmal so. Da fallen Sachen zusammen, das hat man sich vorher nicht ausgedacht. Und das ist eigentlich ein Modus, in dem ich nicht arbeiten möchte. Ich möchte sozusagen eigentlich nicht, dass mein Privatleben irgendwie matcht mit dem, was ich da zu tun habe. Das ist eigentlich nicht der Idealzustand. Also das war wie so eine, die ganze Arbeit war wie so eine Erinnerung an etwas, wie ich das früher gemacht habe. Weil als ich angefangen habe, war das so. Ich habe sozusagen mein mehr oder weniger existierendes Privatleben so hingebogen, dass ich dann die Dinge da zu tun hatte, die ich auch auf der Bühne zu tun hatte. Und das funktioniert natürlich nicht.
da wird man sehr, sehr unglücklich und sehr, also es ist einfach gelogen alles, von vorne bis hinten. Das ist einfach keine Arbeitsweise, finde ich heute. Und wie ist es so generell, wann hast du das Gefühl, deine Vision von Theater ist erfüllt? Und wann fühlst du dich vielleicht als Erfüllungsgehilfin des Regisseurs? Also vielleicht mal lieber mal positiv gefragt, wann ist deine Vision von Theater erfüllt? Also ich kann von den jetzigen, ich kann jetzt konkret von den Proben zu März berichten, von Kippert mit Johann zusammen, Johann Simons und Thomas Schmauser und Silvana Krapatsch, wo das wirklich wieder ein Labor wird, so wie man es eigentlich auch immer dachte. Also man trifft sich und hat so einen Text und guckt, was man mit dem machen kann. Im Moment ist unser Arbeitsmodus so, dass wir uns einfach da morgens treffen und einen Ablauf des Stückes machen. Mhm. Komplett durchimprovisiert. Was ganz, ganz befruchtend und befreiend und alles ist, natürlich auch irrsinnig erschöpfend, weil diese Aufmerksamkeit einer Impro natürlich eine ganz andere ist als die eines Ablaufes durch etwas, was man schon kennt. Ja? Also wir erfinden den Abend oder dann den Tag jetzt im Fall noch jedes Mal neu. Und das ist eigentlich was, wovon ich hoffe, dass wir das behalten können, dass wir nicht irgendwann diesen Zuschnappmechanismus haben von jetzt müssen wir doch aber langsam mal wissen, wie der Ablauf hier ist. Ja? Weil warum eigentlich? Also wir haben den Text, wir haben uns, ich weiß, dass Thomas Schmauser und Silvana Krapatsch und ich, dass wir uns blind verstehen, dass wir uns unendlich vertrauen und warum sollen wir uns nicht einfach in das Ding reinstürzen und gucken, was passiert jeden Abend. Wenn wir das schaffen, da frei zu sein, und da diese ganzen Regeln irgendwie zu missachten und auch in Kauf zu nehmen, dass wir scheitern, dass es Abende gibt, an denen halt leider gar nichts passiert und wir uns nur den Text sagen, dann bin ich, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Also würdest du schon sagen, Theaterspielen ist auch viel reagieren auf das, was die Kollegen machen? Ja, eigentlich ausschließlich. Also eigentlich ist meine Idealvorstellung eben nur das, dass wir uns begegnen und gucken, was passiert. Mhm. Ja. Also so, dass man, das geht halt nicht mit jedem, das ist eben auch so. Also es gibt Leute, mit denen versteht man sich halt einfach nicht. Und da muss man dann andere Mittel anwenden, ist ja auch klar. Und die können wir ja auch alle. Also die Ausbildung war ja auch nicht umsonst. Aber sozusagen der Himmel ist eigentlich, dass man das alles gar nicht braucht. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass ich mich für eine Vorstellung nicht mehr in irgendeiner Form emotional oder aufregungs- oder adrenalintechnisch aufbrezeln müsste, sondern wenn ich zur Arbeit gehen könnte, so wie ich bin und da arbeiten könnte mit allem, was ich bin und es sozusagen wie keine, ja, wenn es da kein, wie soll ich das sagen, wenn es da kein Korsett gäbe und vielleicht komme ich da ja irgendwann hin, man wird ja auch älter. Glaubst du, das hat was mit Erfahrung zu tun oder mit Umfeld? Also diesen Zustand, den du eben beschrieben hast, dass man hier hinkommt und einfach seine Arbeit machen möchte. Das, glaube ich, geht ja nur mit einem hohen Maß an Vertrauen in die Arbeit, den Kollegen gegenüber und. Und ich glaube, gar nicht so viel mit älter werden, oder? Doch, also das Vertrauen entsteht ja sozusagen über die Zeit. Das Vertrauen in die Kollegen, aber auch das Vertrauen in sich selbst, das ist ja was, das gibt es ja nicht von Anfang an. Als ich angefangen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich mache alles falsch, ist ja klar. Oder eben, es gab diesen ganz großen Drang, es richtig zu machen. Ne? Das ist schon richtig. Eben, genau. Und das weiß ich eben heute gar nicht mehr. Was soll denn das sein? Also so allein schon, dass jeder im Zuschauerraum weiß, dass wir einen Namen haben und uns da irgendwas angezogen haben und dann diese Sachen da erzählen. Also so, wenn ich jetzt einen Souffleur fragen muss nach dem Text, dann muss ich ihn halt fragen. Und das wäre für mich vor ein paar Jahren noch, das hätte ich wochenlang drunter gelitten, dass mir das passiert ist oder so. Ich glaube, man muss halt auch schon bestimmte Sachen gemacht haben für außen, also bestimmte Leistungen, glaube ich, erbracht haben oder so, um vielleicht dann irgendwann sagen zu können, ich mache das jetzt nur noch so, wie ich das will oder so. Ich weiß es nicht genau, ob man sich das verdienen muss. Keine Ahnung. Also so, ich wäre früher gar nicht auf die Idee gekommen, so arbeiten zu wollen, weißt du?
Nur, so frei. Also mit so frei, weil ich hätte das gar nicht gekonnt. Ich hätte viel zu viel Angst gehabt, eben vor Fehlern. Deswegen war ja die Begegnung mit Johann Simons auch so wichtig, weil ich da gelernt habe, dass es sowas nicht gibt auf einer Bühne. Es gibt weder einen falschen Zustand, in dem man ist, noch irgendeinen Fehler, den man machen. Gibt es nicht. Es hat alles sein Recht. Und das macht natürlich viel aus. Die Leute wissen ja heute viel mehr um Fassaden und sowas, weil, weiß ich nicht, man nicht so viel wusste darüber, wie die Sachen hergestellt werden oder so. Und der Unterschied zwischen dem Menschen, der präsentiert wird, und dem Menschen, den es tatsächlich gibt, der ist ja sozusagen immer öfter erkennbar oder so. Und vielleicht finden die das gerade interessant, die Leute, dass man scheitert, dass man oder wie man damit dann eben umgeht oder so. Und eine Vorstellung ist natürlich interessanter, wenn alle nicht so ganz genau wissen, was da ist, was da stattfindet. Wenn die sich eher so da durchtasten müssen, wenn es lange gelegen hat oder wenn, also vorausgesetzt, sie trauen sich, ne? Wenn man dann nicht zu vorsichtig wird, dann ist das natürlich ein größerer Genuss für alle Beteiligten. Ist ja klar. Eigentlich bin ich, glaube ich, würde sagen, ich bin gescheitert, wenn ich sozusagen daran keinen Genuss empfunden habe, wenn ich das nur als Bürde, Arbeit empfunden habe und auch das Gefühl hatte, das Publikum hat eigentlich auch was Besseres zu tun, als jetzt da mit mir rumzusitzen. Das ist so was, das, da ist man halt einfach so ein bisschen traurig hinterher und denkt, ach, schade eigentlich. Aber sonst. Und Krisen in so einer in so einem Arbeitsprozess sind die da natürlich eingeschrieben. Es gibt ja wirklich verschiedene Stationen in so einer Probenzeit. So, und da ist auch ganz klar, ab wann es schwierig wird und ab wann es dann auch wieder leicht wird. Das ist immer so. Das ist jedes Mal dasselbe, wie mehr oder weniger großen Ausschlägen. Das, glaube ich, hat schon was mit Erfahrung und Alter zu tun, wenn es immer so existenziell sein muss. Das nervt mich mittlerweile total. Und das, glaube ich, ist in deinem Beruf einfach noch mal viel, viel stärker. Es muss ja nicht immer um Leben und Tod und ich kann da nie wieder hingehen, gehen. Nee, muss es nicht. Beziehungsweise, wenn man davon ausgeht, dass es das sowieso immer tut, dann muss man das nicht immer noch betonen. Weißt du? Ja. Ich glaube, und das hat was mit gelebtem Leben tatsächlich zu tun. Dass man irgendwann weiß, die Schmerzen, die man sich einbildet oder vorstellt, wenn man noch nicht mal 20 ist, ja, die das Leben noch bringen mag, das sind andere als die, die dann kommen. Klar. Das fühlt sich echt anders an, als man dachte. Und hat überhaupt nichts mit Theater zu tun. Ja? Also so, das ist... Und dann ist ja immer noch die Frage, was will man wie erzählen? Will man über Gewalt erzählen, indem man Gewalt zeigt? Will man über Schmerzen erzählen, indem man Schmerzen zeigt? Oder eben genau das Gegenteil? Muss ich das immer alles abbilden, was da steht? Da gibt es ja 1000 Formen. Und das ist natürlich für mich mittlerweile das Unbefriedigendste, wenn man es halt einfach machen muss, so wie es da sich jemand, wenn es 1:1 einfach da gezeigt wird. Aber vielleicht noch mal ein Aspekt, der mich interessiert, ist dein Umgang mit Sprache. Weil ich finde, wenn du zum Beispiel so eine Jelinek-Textflächenfigur spielst, habe ich trotzdem das Gefühl, es gibt eine Identifikation. Und du sprichst das aber auch immer so, als würdest du das gerade in dem Moment denken. Die Frage heißt eigentlich, wie näherst du dich Sprache an? Wie wichtig ist Sprache für dich? Ich meine, das ist ja das Ausdrucksmittel schlechthin, neben dem Körper und. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesen ganzen Spracherfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, wird sie tatsächlich jetzt erstmal wieder unwichtiger. So, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen was ausgereizt für mich, was jetzt irgendwie ersetzt werden muss. Die nächsten Produktionen, die ich habe, sind auch weitaus sprachärmer, bis hin zu Sprachlo-, also bis zu Tanz. Und das finde ich jetzt auch richtig. Weil sozusagen die Beanspruchung des Gehirns ist natürlich eine, wie soll ich denn das sagen?
ich würde gerne mal wieder andere Teile meines Gehirns beanspruchen als diesen Textteil. Ja. Ja? Jetzt, also ich habe in der Schule gelernt, dass das Wort das Letzte auf der Bühne ist eigentlich. Dass man eigentlich erst anfangen darf zu sprechen, wenn alles schon, wenn man es schon gespielt hat, so ungefähr. Mhm. Ja? Das ist eigentlich der letzte Ausweg, die Sprache. Habe ich aber eigentlich noch nicht so richtig angewendet, wenn ich es mir richtig überlege. Dafür war es einfach, was sollen das dann für Abende werden? Das würde ja lange dauern. Sehr, sehr lange dauern, ja. Naja, das ist natürlich ein großer Reiz, also bei sowas wie Jelinek einfach rauszufinden, wie man das sagt, dass das unterhaltsam ist. Das ist ja nun auch ein sehr persönlicher Ich-Monolog, also der von einer sehr getriebenen Person, die in ihren Augen wirklich ein großes Problem hat mit dem Kleidungsstück, was sie gekauft hat und was ihr jetzt aber nicht gefällt. Und das ist, das muss man ja erstmal ernst nehmen. Mhm. Ich würde ja dann immer erstmal versuchen zu denken, ja Mist, das ist echt blöd jetzt, da, was mache ich denn jetzt? Soll ich den jetzt zurück? Aber das bringt ja auch nichts und so weiter. Also, und ich kenne ja meine eigenen Gedankengänge, die sind ja ähnlich schnell. Deswegen ist mir das nicht so schwer gefallen. Und ich wollte... Ja, ich wollte eben nicht, dass es als Text erkennbar ist, sondern ich wollte, dass es ein Mensch ist, mhm. den man vielleicht versteht oder so. Ja. Man spricht ja auch immer so von so einem Dreieck, hier auf der Bühne und dann das Publikum, der Regisseur, beim Film ist es vielleicht dann die Kamera anstatt das Publikum. Wie wichtig ist Publikum für dich? Oder was erwartest du vom Publikum? Oder gehst du auch manchmal aus einer Vorstellung raus und sagst, die waren heute total blöd, war ich blöd? Also ich kann immer nur davon ausgehen, wie ich ins Theater gehe. Mhm. So. Und für mich wie ist das mit einem großen Respekt verbunden dafür, was die Leute da tun. Die stellen sich dahin und sicher werden die dafür bezahlt, das ist ja immer so ein Argument. Aber die stellen sich dahin und teilen da im Moment Lebenszeit mit mir. Und das gilt ja fürs Publikum auch. Umgekehrt. Also ich glaube, das hat was mit gegenseitigem Respekt zu tun für diesen Raum, den man da zusammen betritt. Und für mich ist das ja immer wie so ein, wenn ich ins Theater gehe, bin ich echt wie so ein Kind. Also ich fühle mich das habe ich letztens erlebt. Ich bin da so glücklich, dass ich da was angucken darf und finde diesen Vorgang so toll, dass sich da Leute zusammen hinsetzen und sich sowas angucken, was andere Leute auf so einer Bühne machen. Für sie, egal ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das ist mir in dem Moment echt Schnuppe. So. Und das wünsche ich mir eigentlich nur, dass die aufmerksam sind, das ist eigentlich alles. Und dass sie ihre, klar auch, dass sie ihre Gefühle äußern. Aber das Husten zum Beispiel, dieses berühmte, ist ja nur deswegen so anstrengend, weil man das Gefühl hat, da ist jemand überhaupt nicht da. Weil die husten ja nicht bewusst, obwohl es ja bei René genau darum geht, um dieses Entlastungsmoment. Die kommen halt dahin, damit wir die Last ihrer Emotionen tragen, damit die sich mal Gedanken machen können darüber, wo sie eigentlich ihren Füller hingelegt haben heute Morgen. Das ist sozusagen die Verabredung, ja? Ja. Finde ich auch einen spannenden Gedanken. Das widerspricht komplett dem, was ich vom Zuschauer will, ne? Eben, dass er sich da zur Verfügung stellt und auch öffnet oder so. Bei René ist es halt genau umgekehrt. Er sagt, die müssen da gar nichts. Die können da von mir aus auch twittern. SMS schreiben. Ja, die können da twittern. So, weil wir machen das ja für die. Und der Grund, warum Leute sauer werden, ist ja nur, wenn auf der Bühne nichts passiert, weil sie dann auf die Last ihrer eigenen Emotionen zurückgeworfen werden. Mhm. Ja, das ist eigentlich alles, weil sie plötzlich über das Leben und die Liebe und den Tod nachdenken müssen und das gar nicht aushalten, bis wieder irgendwas ganz Wichtiges, Emotionales auf der Bühne los ist. Das ist doch spannend. Ist sehr spannend. Ja. Bist du schon mal angegriffen worden? Mhm. Ich wüsste auch nicht, was ich dann machen soll. Also wir haben natürlich, wir als Ensemble sind angegriffen worden oder Kollegen oder so, wenn wir Sarah Kane gespielt haben. Und es gibt doch diese Stelle, wo Thomas Schmaus erzählt, wie es auch im Text steht. Das ist eigentlich texttreu, wir haben ja nichts gestrichen an diesem Abend. Und er zählt ja dann einmal von 1 bis 7, einmal von 1 bis 52 und einmal von 1 bis 30. Und er macht das sehr langsam mit so einem Rechenschieber, ne?
Und das hat Leute natürlich zur Weißglut gebracht. Mhm. Dass man sich jetzt auf der Bühne hinstellt und da einfach Zahlen sagt. Und da gab es schon Zwischenrufe und so weiter. Und natürlich sitzt man dann da als Kollegin und denkt, soll ich jetzt was sagen? Aber eigentlich warum? Also warum soll ich jetzt da rausgehen aus dieser Geschichte? Ist doch egal. Also dann wird ja der Vorgang auch unterbrochen des Zählens. Und dann, warum soll ich mich mit denen anlegen? Also die sollen ja diese, ich will ja, dass sie diese Erfahrung machen von dieser Zeit. Und vom Alter und vom, also so alles, was einem, wenn jemand so lange Zahlen zählt, so durch den Kopf geht. Also mir zumindest, ja. Ich denke ja dann, wow, was liegt denn da jetzt drin? Was kann ich denn jetzt damit anfangen oder so? Für mich ist das ja ein Rätsel, was ich zu lösen habe oder so. Also ich will gerne auf die Filme mal zu sprechen kommen. Mhm. Ganz einfach erstmal, wie suchst du dir deine Filmrollen aus? Weiß ich nicht, ich muss das Gefühl haben, dass jemand wirklich was erfunden hat. Und nicht irgendwas daherbetet, was er irgendwo im Fernsehen gesehen hat oder so, weil er denkt, so funktionieren Filme oder so. Und das fand ich immer doof. Ich mag es, wenn jemand mutig ist. Und die Figur muss was haben, von dem ich denke, dass ich das unbedingt beschützen muss. Dass das niemand anders machen darf, weil das dann sonst kaputt geht, weil das kein anderer versteht. Also so, deswegen sind die dann vielleicht auch so, wie mir immer erzählt, irgendwie seltsam oder sowas, weil die halt irgendwas haben, wovon ich mir dann einbilde, dass nur ich und der Regisseur oder der Autor das kapieren oder so. So, also so, ich mag sozusagen die, die ich eben noch nicht irgendwo gesehen habe. Mhm. Das ist eigentlich immer das Erste. Deckt sich ja eigentlich ein bisschen auch mit dem gerade von dir beschriebenen Verständnis von, was dich gerade an Theater reizt. Mhm. Also genau. Die Erfindung. Genau, das ist was Ähnliches, ja. Mhm. Weil ich meine, wir das, was wir so konsumieren an Bild und Ton die ganze Zeit, das gibt es ja sowieso alles. Also die Stereotypen gibt es ja. Da braucht man sich ja gar nicht vormachen. Aber das muss ich ja nicht auch noch bedienen irgendwie. Ich würde dich gerne mal fragen, du hast ja jetzt selber eine Tochter. Wie ist denn das, Schauspielerin und Mutter zu sein? Und wie viel Leben braucht man denn neben dem Theater? Oder wie stark ist man, bist du mit deinem Beruf verheiratet? Also jetzt, heute denke ich, man braucht extrem viel Leben neben dem Theater. Man braucht nur ganz wenig Theater neben dem Leben, glaube ich. Und auch Filme. Ja, also das verändert sich natürlich mit einem Kind enorm, ne? Aber wenn... es ist natürlich wichtig, dass es ein Umfeld ist, das funktioniert. Halt, ne? In dem man sich wohlfühlt. Sonst ist der Beruf natürlich plötzlich viel wichtiger. Das ist auch klar. Das ist ein großer Anker. Und dann ist dieses Gebäude hier auch ein Ort, der einen rund um die Uhr willkommen heißt und einen auffängt. Ne? Ja, frisst. Ja. Auch frisst dann. Aber erstmal ist es ganz weich und warm. Also so. Ja, deine Kollegin Wiebke Puls hat so einen Text geschrieben, eine Selbstreflexion über das Schauspielerdasein. Und sie sagt, dass der Beruf die beständigste Beziehung ist, die sie hat. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Und ich glaube schon, dass es in deinem Fall viel stärker ist als in meinem Fall zum Beispiel. Oder also, ich sage jetzt mal übersetzt. Nicht persönlich, sondern dass es bei Schauspielern noch mal stärker vorhanden ist als bei Dramaturgen oder den Leuten, die in der Passbehörde arbeiten. Ich kann mir das nur so erklären, dass natürlich dadurch, dass wir uns immer äußern, ja, und unsere die Dinge, die uns beschäftigen, irgendwie, wenn auch gefiltert, mitteilen und wir dafür ja angenommen, geliebt und auch bezahlt werden. Ja, dass das natürlich aussieht wie eine, also das Bezahlen nicht, aber dass das aussieht wie eine Beziehung. Also dass man sozusagen denkt, man könnte sich da zeigen. Das ist auf einer Ebene so, das stimmt. Mhm. Aber ich würde,
Ich persönlich würde immer versuchen, genau das zu vermeiden. Ich würde immer eher das hier in Frage stellen, ob ich das wirklich noch machen muss, um glücklich zu sein, als das andere. So geht's mir. Mhm. Ja, weil irgendwann geht das Licht aus. Weißt du? Ja. So. Das stimmt. So.